Alter, ist uns der weggebuggt, das ist gar nicht gut. Oder habe ich den schon gesammelt? Leute, jetzt haben wir ein Problem. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge Minecraft. So, jetzt höre ich auch was. Ja, wir bauen heute natürlich unser Lager weiter, wie auch schon die letzten Tage. Und schauen mal, wie wir das machen. Schwarzeichenstufen haben wir auch manche gesagt. Ich könnte das doch hier mit Stufen machen. Ich weiß aber nicht, ob mir das so gefällt. Fällt mir das so? Wir machen das einfach mal zu. Was geht denn bei euch? Das ist doch Schwarzeich, oder? Was ist das hier? Ist doch auch Schwarzeich, oder nicht? Ist nicht so viel dunkler? Oder sieht das jetzt gerade nur so aus? Ich weiß nicht. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass die Fackeln erst leuchten, wenn man sie an der Wand macht. Ziemlich cooles Feature, aber ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Seht ihr das? Weiß ich nicht, gefällt mir das so? Eigentlich sieht es nicht schlecht aus, ne? Können wir eigentlich so machen. Komm, machen wir so. Ja. Was gibt's Neues? An der Front? Nicht viel. YouTube spinnt hin und wieder ein bisschen. Ich hoffe ja, dass hier mit der Folge alles hinhaut, aber so wie mein Glück ist, bestimmt nicht. Müssen wir bloß gucken, dann können wir hier gar nicht so richtig schön irgendwas mit Zäunen machen. Man muss ja nicht immer überall einen Zaun ran. Was? Dieser Satz aus deinem Mund? Ja, ich weiß auch nicht, ich werde älter. So sieht's cool aus. Ich will das nicht komplett ausgeleuchtet. Ich will das so ein bisschen schummrig haben. Ne? Wisst ihr? Im Moment leuchten wir hier aber mal extra viel aus, damit wir hier nicht irgendwas haben, was hier spawnt, während wir bauen. Wenn es später mal spawnt und uns auseinanderreißt, dann ist es ja wenigstens Entertainment. Im Moment wäre es einfach nur ein bisschen lästig. Da stehen sie schon und warten auf uns. Hallo! So, hier ist alles okay. Ja, viele von euch haben sich ja gar nicht dazu geäußert, welche Tür denn jetzt wo am besten aussieht. Ich habe sowieso das Gefühl, dass in letzter Zeit sich kaum noch einer wirklich über die Folge äußert. Ist auch nicht schlimm, wenn es so ist, dann ist es so. So. Wir brauchen Schwarzeichenstufen. Ach man, ist schon wieder mitten in der Nacht. Ich nehme irgendwie in letzter Zeit nur noch mitten in der Nacht auf, weil ich das sonst zeitlich gar nicht mehr schaffe, obwohl ich zeitlich gerne viel mehr schaffen wollen würde. Und zwar habe ich mir nämlich schon wieder ein neues Spielchen geholt und das würde ich eigentlich voll gerne mit euch let's playen. Hier den Überblick behalten, ne? Ja, würde ich voll gerne mit euch let's playen, weiß ich aber gar nicht, wie ich das zeitlich schaffen soll. Scheiße, das waren schon zu viele. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Weil wenn wir das machen könnten, wäre cool, ist ein Horror-Game. Ach, ich will jetzt eigentlich noch gar nichts davon reden. Aber, mich würde es halt freuen, wenn wir das irgendwie zeitlich gebacken bekommen. Ah, da muss ich erstmal gucken, das ist zu niedrig. So.
Ja, ist ja immer so ein Ding, ne? Wenn ich überlege, machst du ein Let's Play von dem und dem Spiel oder machst du das nicht, dann ist das manchmal so ein bisschen demotivierend, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mich dann dazu durchrappe, ja, so, ja, komm, ja, machst ein neues Game und so, und dann freut man sich ja auch drauf und bla. Und dann, ja, guckt halt kaum einer. Aber naja, ey, wenn es so ist, dann ist es so. Ich kann immer nur sagen, ihr verpasst was, und das meine ich tatsächlich so, ihr verpasst was. Wie bei Doom. Alle, die Doom das Let's Play nicht gucken, Alter, ihr verpasst so heftig was. Das ist genauso wie Marco für Ninja, was da abgeht, Mann, das ist absolut lustig. Aber ey, das ist ja euer Bier. Mir kann es ja egal sein. So, dann müssen wir nämlich mal gucken, wie wir das hier machen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das obere Stockwerk auch, also, dass das bis hier geht. Oder ob wir das hier alles als Vordach nehmen. Wir gucken uns dann das mal mit Vordach an. Wäre ziemlich groß dann, ne? Wenn man das gemacht, haben wir so gemacht, ne? Ja, haben wir so gemacht. Ja, haben wir so gemacht. Dafür sind es dann schon wieder zu wenig. Scheiße. Er sieht vielleicht so aber auch gar nicht schlecht aus, ne? Also jetzt nicht so, sondern wenn wir es noch fertig haben. Aber ich meine jetzt mit so einem großen Vordach da vorne. Könnte schon ziemlich cool kommen. Wollen wir mal die ganzen Türen wegmachen. Eisengitter brauchen wir auch nicht, das auch nicht. Roten Sand brauchen wir auch nicht. Was macht der eigentlich? Der ist rot. So. Fichte, 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 Fichte. Haben wir keine Schwarzeiche mehr? Noch hier so ein bisschen. Das ist scheiße. Da oben ist aber schon eine gewachsen. Ist auch Fichte. Wir packen erstmal Fichte weg hier. Das macht mich irre. Brauchen wir alle nicht. So, zack. Ja, dann verbauen wir noch die 42 Stufen, die wir haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach oben hier die Schwarzeiche abbauen. Also so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Na, hat was. Dann können wir hier irgendwie irgendwas hinstellen. Irgendwo. Die ist noch dran. Ja, ich hoffe, dass das irgendwie ein Bug war aus der Version, die wir hatten von Minecraft, dass das Pferd sich immer, ja, in Anführungszeichen losgerissen hat. Guck mal, das reicht sogar. Ja, doch, gefällt mir. Durchaus, durchaus. Ganz passabel. Junger Mann. Ganz passabel. So. Müssen wir mal gucken. Das sieht zwar cool aus hier mit den Balken, aber der Balken gehört natürlich eigentlich dahin. Also wollte gerade sagen, ich habe doch zwei abgebaut. So, und dann sieht das nämlich schon wieder scheiße aus. Kann man dann machen? Halt so macht. Ich glaube, dann geht das schon wieder. Das ist ja dann wie hier quasi. Minecraft, ständiges Rumprobieren. So, Eichenholzzaun. Jetzt gibt es ja verschiedene Zäune, müssen wir jetzt auch immer aufpassen. Sonst waren wir uns ja mal gewohnt, irgendwie alles in Sticks zu knallen und dann kannst du ja daraus schönen Zaun machen, aber das ist ja jetzt nicht mehr so. So, schauen wir uns mal von vorne an. Ja doch, das kommt vielleicht sogar ganz cool, weil das hier ja auch so ist. Doch. Aber müssen wir irgendwie ausnutzen, den Platz hier, ne?
Muss ich mir noch was überlegen? Oder wenn ihr Ideen habt, was könnte denn hier vorne sein? Ein Limonadenstand. Ja, wäre natürlich cool, wenn man sowas machen. Könnte man eigentlich machen, ne? Alter. Hört sich immer an, als ob hier so ein Hubschrauber vorbeifliegt. Ja, jetzt müssen wir nach oben Schwarzeichenholz holen. Nützt nichts, Leute. Ja, wie gesagt, also ich würde gern noch ein Projekt auf meinem Kanal starten. Ein Projekt, was wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger geht. Also ich meine jetzt in Bezug auf die Projekte, die gerade laufen. Das sind ja alle Projekte, die nicht so sonderlich lang sind. So Mark of the Ninja. Ja, obwohl, da kann ich gar nicht einschätzen, aber ich gehe mal so von vielleicht 20 Folgen aus. Ja, ich glaube so 20 Folgen, das kann schon hinkommen. Und Doom kann ich auch schwer einschätzen, aber da gehe ich auch so von 25 Folgen, 25 bis 30 Folgen maximal. Manchmal, da zittert die Stimme. Weil mir, Alter, ist voll arschkalt geworden hier. Hatten wir nicht noch irgendwo? Wir hatten doch noch irgendwo eingepflanzt. Alter, ist uns der weggebackt? Das ist gar nicht gut. Oder habe ich den schon gesammelt? Leute, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich hier unbedingt, ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher. Einmal bitte vier Setzlinge. Ach, guck mal, da ist noch. So, ich hätte dann gern vier Setzlinge, bitte. Und dann müssen wir mal anfangen, dass wir da oben die Wälder so ein bisschen abtragen. Und dann da unsere Sachen pflanzen. Guck mal da vorne, Alter. Das sieht ja geil aus. Das ist so ein richtiger Waldberg. Da werden wir auf jeden Fall mal hinreisen. Wir werden uns sowieso hier umgucken. Ordentlich. Und dann müssen wir natürlich auch den Staudamm weiterbauen, beziehungsweise mal so richtig anfangen. Da kann man ja auch nicht weiterbauen sagen. Hier ist irgendwas gefallen. Klack hat's gemacht. Dann mal Nummer 1. Ach man, komm. Junge, was soll ich noch mit dir machen? Nummer 2. Ja, das wäre nämlich Wahnsinn, wenn das klappen würde. Das wäre für mich zeitlich, Alter. Das wäre dann wirklich Oberkante, Unterlippe. Ist es ja jetzt teilweise schon. Kein Setzling mehr. Also da oben sehe ich, glaube ich, noch einen. Da. Ah, und da kam auch so noch ein anderer. Super. Weiß ich nämlich gerade nicht, ob wir das abgetragen haben, weil wenn ja, dann habe ich ja sicherlich auch die Setzlinge mitgenommen. Obwohl, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen Schussel. Da haben wir auf jeden Fall noch einen bekommen. Würde ich sagen, pflanzen wir gleich wieder. So, und dann können wir nämlich da ein bisschen weiterbauen. Ach, haben wir da schon angefangen mit Raumeinteilung? Ach nee, haben wir nicht. Ist noch von oben. Genau. So, hier kommt auf jeden Fall der rein. Ja, müssen wir gucken, wie wir das aufteilen. Ist denn das hier? Ach so, okay. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Nehmen wir mal kurz raus. Und setzen das da rein. Stimmt, da kommt Fichte rein. Muss ich selber mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, übrigens, wie oft erwähnt, wenn ihr coole Themen habt, über die wir hier im Let's Play reden sollen, schreibt die einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer drauf. Weil es für mich manchmal zeitlich einfach auch schwer ist, ein richtig cooles Thema zu finden. Aber guck mal, dann nimmst du doch schon Form an. Und wir müssen natürlich gucken, dass man hier irgendwie einen coolen Weg nach oben hat. Wahrscheinlich machen wir dann hier über Eck ein. Mal kurz die Fackeln hier so. So, lass mich mal überlegen. Wenn du hier hochkommst, bist du hier auf der Höhe. Höher, höher.
Naja, es könnte auch ein bisschen eng werden. Nehmen wir erstmal nochmal weg. Merken wir uns aber, dass wir da irgendwie eine Treppe hochbauen wollen. Aber sieht doch schon mal ganz cool aus, unser Shop. So, und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal für heute. Beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit einem coolen Thema. Hab nämlich eins. Aber für nächste Mal. Na? Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran und schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt, was wir da vorne am Lagereingang hinstellen können. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.